Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier einen Rundzylinder. Mal sehen, das machen wir hier mal ab. Der schließt nicht richtig, das brauchen wir nicht. Da hakt ein bisschen von der Firma CS und den soll ich einmal reparieren. Okay, wie mache ich das? Um den auseinanderzubauen, ist es so, wie lang ist der denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6-stiftiger. Hui. Oh, schwer rein. Da ist es so, dass wir erstmal hier den Spind entfernen müssen. Und dann ja, kann ich das Ganze abziehen und dann auseinanderbauen. Das mache ich mal eben, brauche ich mal einen dünnen Dorn dazu. So, den habe ich entfernt. Wie mache ich das? Das ist ein kleiner Dorn. Den halte ich dann hier drauf, schlage mit dem Hammer rauf, damit er rauskommt und dann ist er runter. So, jetzt müssen wir das Teil hier noch runter machen. Und dann noch hier die Spange. Soweit haben wir das Ganze erledigt. Dann kann ich das hier so ein bisschen drehen und rausschieben. Aber wenn ich das jetzt so rausschiebe, ist eine Anlage, weiß ich nicht, ob da Plättchen drin sind. Also lassen wir das mal eben so und holen dafür eine kleine Hülse. Das wäre zum Beispiel so eine. Mal eben gucken, ob das geht. Passt da nicht rein. Muss ich nochmal eben eine andere besorgen. So, was wäre denn diese hier? So, dann habe ich das zumindest hier durchgedrückt. Ja, dann habe ich jetzt hier die Stifte drin, alles voller Öl. Und hier sehen wir, da ist ein Plättchen mit drin. Nummer 2. So, jetzt ist es so, dass ich jetzt da neue Stifte reinmache. Weil die sind nämlich wirklich richtig rund hier, das kann man sehen. Und ja, dann sollte der gleich wieder laufen. So, dann habe ich das jetzt soweit fertig und dann kann ich das Ganze wieder zurückschieben. Wenn dann alles richtig ist, sollte das funktionieren. So, da geht es noch zuerst ein bisschen schwer rein. Ja, jetzt geht das. Muss jetzt nur ein paar Mal eben bewegt werden. Ich hätte eben noch mal eben das hier rauspulen können. War noch ein bisschen Schmutz. Ja, das geht gleich. Das mache ich gleich ein paar Mal hin und her und dann läuft das Ganze auch. Mal gucken hier. Ja, die Seite ist das.
Ein bisschen kleinen Fummelkram. Ja, mache ich mal eben im Schraub, da geht das einfacher. So. Manchmal liegt das auch ein bisschen hier an der Spitze. Ziehe ich die so ein bisschen runter, weil die manchmal ein bisschen hart sind. So, der Schlüssel geht einwandfrei rein jetzt. Einwandfrei raus. Einwandfrei rein. Ja, das war's von meiner Seite aus. Der Zylinder ist wieder Ordnung. Anlagenzylinder. Ja, andersrum war das dann. So rum. Anlagenzylinder. Rundzylinder. Einmal die Stifte erneuern. Das war's von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt.